Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich eröffne die 112. Plenarsitzung des Hessischen Landtages und stelle die Beschlussfähigkeit fest. Vor Eintritt in die Tagesordnung möchte ich kurz auf zwei besonders bewegende Ereignisse hinweisen. Am 30. August 2022 und am 8. September 2022 schieden zwei bedeutende Persönlichkeiten unserer Zeitgeschichte aus dem Leben. Am 30. August 2022 ist Michail Gorbatschow verstorben. Seinen Beitrag zur Wiedervereinigung und damit zur jüngeren deutschen Geschichte ist ein Verdienst, mit dem sein Name untrennbar verbunden bleiben wird. Sein Lebenswerk erinnert uns alle zudem daran, wie man den Lauf der Geschichte mit Mut und Entschlossenheit verändern kann. Am 8. September 2022 erreichte uns alle die traurige Nachricht vom Tod der Queen Elisabeth II. Mit der britischen Königin, die zweimal Hessen besuchte, im Mai 1965 sogar den Hessischen Landtag, verliert die Welt einen Anker der Stabilität in Zeiten globaler Krisen. Queen Elisabeth II. Gehörte zu den bedeutenden Persönlichkeiten des 20. und gegenwärtigen 21. Jahrhunderts. Stellvertretend für uns alle habe ich in beiden Fällen die Anteilnahme für den Hessischen Landtag zum Ausdruck gebracht. Und ich möchte noch auf Folgendes hinweisen. In Gedenken an den Besuch der Queen im Hessischen Landtag am 20. Mai 1965 wird zudem im Zwischengeschoss des Plenarsaalgebäudes vor Raum 101p für eine kurze Zeit die sechsteilige Fotoserie mit dem Titel 20. Mai 1965, Elisabeth II. In Wiesbaden, Schlossplatz, des Wiesbadener Fotografen Karl-Martin Hartmann ausgestellt. Im Rahmen der Tage der offenen Tür am kommenden Wochenende werden diesen Fotografien zusammen mit einer Präsentation historischer Filmaufnahmen des Besuchs der Königin auch für unsere Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Und dann möchte ich noch darauf hinweisen, dass heute der Weltkindertag stattfindet, unter dem Motto Gemeinsam für Kinderrechte. An diesem Tag wird bundesweit durch zahlreiche Veranstaltungen und Formate auf die Situation von Kindern und Jugendlichen aufmerksam gemacht und ihre Anliegen und Bedürfnisse werden in den Mittelpunkt gestellt. Ich freue mich daher sehr, ich gucke auch schon nach oben, dass ich heute auch die hessische Landesbeauftragte für Kinder- und Jugendrechte, Frau Miriam Zeleke, ganz herzlich hier im Hessischen Landtag begrüßen darf. Seien Sie uns herzlich willkommen. Und ich weiß, dass auch gleich noch eine kleine Kinderschar zu Ihnen kommen wird, die noch auf dem Weg nach oben sind. Für Kinder ist das ja jetzt auch aufregend, nach oben zu laufen. Also insofern, wir freuen uns, wenn Sie gleich da sind. Bitte richten Sie ihn. Das sind Schülerinnen und Schüler der Grundschule Anton-Gruner-Schule hier in Wiesbaden. Herzliche Grüße auch von uns aus. Dankeschön. Es ist mir und uns aber auch ein Anliegen am heutigen Tag, auch daran zu erinnern, dass viele Kinder zwei harte und entbehrungsreiche Jahre während der Corona-Pandemie durchlebt haben, die wohl kaum eine Gruppe so massiv beeinträchtigt hat wie die Jüngsten in unserer Gesellschaft. Gerade Kinder waren vielfach sozial isoliert, getrennt von ihren Altersgenossen und auch dem gewohnten sozialen Umfeld. Ich möchte daher an dieser Stelle betonen, wie wichtig es ist, dass wir aus diesem Grund gerade jetzt ein besonderes Augenmerk auch auf unsere Kinder richten und dies natürlich auch bei den politischen Entscheidungen mit berücksichtigen. Das schulden wir den Kindern und dessen sollten wir uns auch abseits dieses heutigen Weltkindertages immer bewusst sein. Ich habe den Weltkindertag daher auch sehr gerne zum Anlass genommen, heute gemeinsam mit den Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten einen Scheck in Höhe von 500 Euro im Namen aller Abgeordneten des Hessischen Landtags bei der Kita gegenüber der Marktkirche zu überreichen und möchte mich an dieser Stelle auch noch mal ganz herzlich bei den Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten für den heutigen Termin bedanken. So, nun kommen wir zum amtlichen Teil. Herr Hermann Schaus hat, wie wir alle wissen, sein Landtagsmandat mit Ablauf des 31. August 2022 niedergelegt,
ist auch durch eine entsprechende Feier seiner Fraktion hier im Haus entsprechend noch verabschiedet worden. Und für den ausgeschiedenen Abgeordneten ist gemäß § 40 Absatz 1 des Landtagswahlgesetzes Frau Petra Heimer Abgeordnete des Hessischen Landtags geworden. Die Feststellung über die Nachfolge nach § 40 Absatz 5 Satz 1 Landtagswahlgesetz hat der Landeswahlleiter am 1. September 2022 getroffen. Insofern, sehr geehrte Frau Heimer, wir haben uns eben schon begrüßt. Ich darf Sie auch im Namen aller Abgeordneten noch mal ganz herzlich hier begrüßen. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. Ich möchte außerdem noch darauf hinweisen, dass 7 neue Persönlichkeiten für das sich hinter mir befindende Kunstwerk Himmel über Hessen von Schülerinnen und Schülern der Q2 der Geschwister-Scholl-Schule in Bensheim ausgewählt wurden. Diese sind Adam Opel, Anne Frank, Johann Wolfgang von Goethe, Otto Hahn, Jakob Grimm, Johann Heinrich Merck, Wilhelm I. von Oranien-Nassau. Und nun folgt noch ein organisatorischer bzw. technischer Hinweis, insbesondere auch in Bezug auf die Fragestunde. Da geht es um die Frage, wie wir dieses Verfahren zukünftig gestalten. Und ich habe das in der Runde der parlamentarischen Geschäftsführer auch bereits erläutert. Wir haben in der parlamentarischen Sommerpause die Programmierung der Redezeitanlage erweitert. Mit dem Drücken des Mikrofonknopfes am Platz des Abgeordneten wird nun automatisch seine Meldung und sein Name in der Redezeitanlage des Präsidiums angezeigt. Das führt dazu, dass gewährleistet ist, dass sozusagen mit der zeitlichen Reihenfolge hier auch eine transparente Reihenfolge für uns als Präsidenten, als Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten ersichtlich ist und insofern wir jetzt technisch auf dem allerneuesten Stand sind. Und auch, wir haben ja auch den Livestream und möchte noch darauf hinweisen, dass jetzt auch bei der Fragestunde im Livestream auch der Name mit angezeigt wird. Bisher stand nur immer Fragestunde im Livestream. Das ist jetzt auch geändert worden. Und aufgrund dieser Änderung möchte ich nur auch noch mal den Hinweis geben, ist es insbesondere ganz wichtig, dass natürlich jetzt die Abgeordneten auch auf ihren Plätzen sitzen bleiben. Also wenn Sie eine Frage stellen, müssten Sie dort sitzen, wo eben auch der über in unserem System der festgelegte Sitzplatz ist. Sonst haben wir die Transparenz nicht mehr gewährleistet. Und ich denke, es ist auf jeden Fall eine Vereinfachung des Verfahrens auch für die dann amtierenden Präsidentinnen und Präsidenten. Jetzt kommen wir zur Tagesordnung. Die Tagesordnung vom 13. September 2022 sowie der Nachtrag vom heutigen Tag liegen Ihnen vor. Wie Sie dem Nachtrag der Tagesordnung zu Top 79 bis Top 84 entnehmen können, sind 6 Anträge betreffend einer Aktuellen Stunde eingegangen. Nach § 32 Absatz 6 der Geschäftsordnung beträgt die Aussprache für jeden zulässigen Antrag auf Abhaltung einer Aktuellen Stunde 5 Minuten je Fraktion. Die Aktuellen Stunden werden wie gewohnt am Donnerstag um 9 Uhr abgehalten. Eingegangen und in die Fächer verteilt ist ein dringlicher Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU, Bündnis 90 Die Grünen, der SPD und Fraktionen der Freien Demokraten betreffend 21. Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Abgeordneten des Hessischen Landtages, Drucksache 20-9164. Ich frage, wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser dringliche Gesetzentwurf Top 87 und wird am Donnerstag ohne Aussprache eingebracht und an den Ältestenrat zur weiteren Beratung überwiesen. Noch eingegangen und in den Fächern verteilt ist ein Wahlvorschlag der Fraktion der CDU für die Wahl eines stellvertretenden Mitglieds des Theaterbeirats im Staatstheater Wiesbaden, Drucksache 20-9196. Dieser Wahlvorschlag wird Top 101 und wird am Mittwoch im Abstimmungsblock gebündelt aufgerufen. Die Fraktion der SPD bittet Top 69, das ist Antrag Hilfe zur Abfederung der Folgen der Energiekrise, zusammen mit Top 68, das ist der Setzpunkt von Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, aufzurufen. Sehe ich hier Einvernehmen? Das ist der Fall, dann können wir so verfahren. Die Fraktion der AfD hat mitgeteilt, dass Top 86, zweite Lesung des Gesetzentwurfs, zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Festsetzung des Steuersatzes für die Grunderwerbsteuer, Drucksache 20-8601 zu Drucksache 20-9154 mit einer Redezeit von 7,5 Minuten aufgerufen werden kann.
Die Fraktion der SPD schlägt weiterhin vor, dass Top 7, erste Lesung, Gesetzentwurf der Landesregierung für Gesetz zur Novellierung des Hessischen Dolmetscher- und Übersetzergesetzes und zur Änderung des Hessischen Justizkostengesetzes mit 5 Minuten Redezeit aufgerufen wird. Sehe ich hier Zustimmung? Das ist der Fall. Prima. Weiterhin wird vorgeschlagen, Tagesordnungspunkt 17, das ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein 16. Gesetz zur Verlängerung der Geltungsdauer und Änderung befristeter Rechtsvorschriften ohne Aussprache aufzurufen. Auch hier schaue ich in die Runde. Das findet die Zustimmung aller. Dann verfahren wir so. Die Fraktion der SPD bittet ihren Antrag zu Tagesordnungspunkt 70, Lehrkräfte über die Sommerferien bezahlen, Schluss mit Ferienarbeitslosigkeit in Hessen, Drucksache 209144, mit der Regierungserklärung aufzurufen. Ich sehe keinen Widerspruch, dann verfahren wir auch hier in diesem Fall so. Weiter eingegangen und auf Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Antrag der Fraktion der SPD betreffend Hilfsprogramm für den Sport, hessische Sportvereine vor Energiekrise schützen, Drucksache 209198. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist auch hier der Fall. Dann wird dieser dringliche Antrag Top 102 und kann, wenn niemand widerspricht, zusammen mit Top 68, dem Setzpunkt der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, aufgerufen werden. Noch eingegangen und auf Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion CDU und Bündnis 90 Die Grünen betreffend Hessen verbessert die Lehr- und Lernbedingungen an Schulen kontinuierlich mit steigenden Lehrkräfteressourcen, multiprofessionellen Teams und mehr individueller Förderung. Drucksache 209200. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Und dann wird dieser dringliche Entschließungsantrag Top 103 und kann, wenn niemand widerspricht, zusammen mit Top 2, also der Regierungserklärung, aufgerufen werden. Weiter eingegangen und auf Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und Bündnis 90 Die Grünen betreffend Finanzierung öffentlicher Mobilitätsangebote in Hessen erfordert realistische Unterstützung des Bundes. Drucksache 209201. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist auch in diesem Fall gegeben. Dann wird dieser dringliche Entschließungsantrag Top 104 und kann, wenn niemand widerspricht, zusammen mit Top 66, dem Setzpunkt der Fraktion Die Linke, aufgerufen werden. Dann kommen wir hiermit zur Feststellung der Tagesordnung für die 112., 113. und 114. Sitzung mit den eben besprochenen. Halt, Herr Frömmrich, Sie haben das Wort. Drücken Sie gerade. So. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich glaube, da ist vorhin was in der Zeile verrutscht. Wir haben uns ja heute Morgen verständigt, dass wir die Novellierung des Hessischen Dolmetschergesetzes ohne Aussprache durchführen und dass wir die erste Lesung des zweiten Gesetzes zur Änderung des Justizausbildungsgesetzes dann mit 5 Minuten Redezeit versehen. Das war der Vorschlag. Ich glaube, da ist gerade was in der Zeile verrutscht. Dann machen wir das so natürlich. Ganz herzlichen Dank für den Hinweis. Dann kommen wir aber jetzt zur Feststellung der Tagesordnung für die 112., 113. und 114. Sitzung mit den eben nochmal vorgetragen von Herrn Frömmrich besprochenen Änderungen und Ergänzungen. Dann darf ich fragen, gibt es Einwände? Das ist nicht der Fall. Dann ist die Tagesordnung so genehmigt. Nach dem vorliegenden Ablaufplan tagen wir heute bis voraussichtlich 19 Uhr und wir beginnen im Anschluss an die amtlichen Mitteilungen mit Top 1 der Fragestunde. Ich möchte nun noch einen weiteren Hinweis geben. Es ist nicht üblich, dass wir Besuchergruppen auf der Tribüne ausdrücklich begrüßen. Davon möchte ich heute aber abweichen. Das hat auch folgenden Grund, warum wir das nicht machen, weil uns sind alle Besucherinnen und Besucher in diesem Haus willkommen. Wir haben aber heute eine ganz besondere Gruppe, die auch dem Hessischen Landtag ganz besonders verbunden ist auf der Tribüne, und zwar etwa 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Johanniter Unfallhilfe. Das sind Damen und Herren, die uns in den vergangenen 2 Jahren mit Corona-Tests durch die Pandemie begleitet haben. Und als sie die Aufgabe übernommen haben, wussten wir alle noch nicht genau, was es mit diesem Virus auf sich haben würde und schon gar nicht, wie lange die Dauer und auch die Notwendigkeit von Tests sein würden. Und Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie jetzt auch im Namen aller Abgeordneten noch mal ganz persönlich ansprechen. Wir sind Ihnen sehr dankbar, mit wie viel Fürsorge, Einfühlungsvermögen und Sorgfalt und Zuverlässigkeit Sie uns an dieser Stelle begleitet haben, uns am Ende auch sichere Sitzungen auch gewährleistet haben. Und dafür einen ganz herzlichen Dank.
Und dann möchte ich jetzt noch darauf hinweisen, dass wie gewohnt morgen die Corona-Schnelltestung wieder in der Zeit von 8.30 Uhr bis 13.30 Uhr im Raum 122 durchgeführt werden. Dann darf ich noch die Entschuldigung für den heutigen Tag aufrufen. Ganztägig fehlen, und ich nenne die Personen in der Reihenfolge, so wie sie bei uns eingegangen sind, Herr Abgeordneter Thailan Burcu, Herr Abgeordneter Rolf Kahnt, Herr Abgeordneter Arno Enners, Herr Abgeordneter Ismail Tippi, Herr Abgeordneter Heiko Kasseckert, Frau Abgeordnete Heidemarie Scheuch-Paschkewitz und Frau Staatsministerin Professor Sinemus, Sie aber erst heute ab 17.45 Uhr. Bitte? Hier wird eine andere Uhrzeit genannt, also dann 18.30 Uhr. Und dann darf ich fragen, gibt es weitere Meldungen? Ich habe als erstes Herrn Frömmrich, dann Herrn Bellino, dann Herrn Dr. Büger. Ich fange mit Herrn Frömmrich an. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich möchte den Kollegen Markus Hofmann entschuldigen. Das nehmen wir noch auf. Nun hat das Wort Herr Bellino. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich muss Sandra Funken entschuldigen. Sie ist Corona-positiv. Vielen Dank. Und dann Herr Dr. Büger. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich möchte den Kollegen Stefan Müller entschuldigen. Vielen Dank. Dann gibt es aber keine, ich gucke noch mal in die Runde, es gibt keine weiteren Entschuldigungen. Ja, und jetzt, kurz bevor wir zum Ende der amtlichen Mitteilung kommen, möchte ich aber noch zu ganz besonders erfreulichen Anlässen etwas sagen. Ich darf im Namen des ganzen Hauses nachträglich zu runden Geburtstagen gratulieren. Zunächst darf ich, am vergangenen Freitag hatten nämlich gleich zwei Personen unseres Hauses Geburtstag, ich darf zunächst Lena Arnold von der CDU gratulieren. Sie ist 40 Jahre alt geworden. Herzlichen Glückwunsch. Herr Abgeordnete Gernot Grumbach ist ebenfalls am vergangenen Freitag 70 Jahre alt geworden. Was habe ich jetzt gesagt? Nee, 70 war schon richtig. Es kam ja noch der Hinweis, welches Alter es war. Aber wir wollen jetzt hier keine Schärfe reinbringen. Also, dann Herr Abgeordneter Tobias Utter, der auch neben mir sitzt, ist sogar am vergangenen Sonntag, also ganz frisch, runde 60 Jahre geworden. Und ich habe allen drei Geburtstagskinder bereits die Weinpräsente im Namen aller Abgeordneten schon persönlich überbracht und darf an dieser Stelle noch mal ganz herzlich gratulieren. Und dann gibt es was noch ganz besonders Schönes. Gratulieren darf ich auch dem Abgeordneten Michael Ruhl. Ich gucke, da sitzt er auch. Ich darf nicht nur ihm gratulieren, sondern auch seiner lieben Gattin zur Geburt ihres zweiten Kindes. Am 4. September ist die kleine Hanna auf die Welt gekommen. Damit hat Samuel jetzt eine kleine Schwester. Und auch hier habe ich bereits ein Geschenk im Namen des gesamten Hauses persönlich übergeben. Alles Gute wünschen wir Ihnen für Ihre Familie und ja, vor allem wenige schlaflose Nächte. Alles Gute. So, und nach diesen schönen Mitteilungen sind wir jetzt wiederum auch am Ende der amtlichen Mitteilung angekommen.